Werden wir einsamer von Simplicissimus? Wollen wir uns das angucken? Ich würde jetzt einfach mal von vornherein sagen, nein, weil jeder die Möglichkeit hat, auch mit Menschen zu kommunizieren, wenn er, obwohl er Angst hat, mit Menschen zu kommunizieren. Ich glaube, wir reagieren jetzt einfach auf das Video. Komm, das sieht doch mal gut aus hier. Oh Mann, rede doch nicht so laut, da kriege ich ja so einen Hörnstoß. So, meine Damen und Herren. Also wir reagieren. Tut. Mein Gott. Wir reagieren jetzt auf Simplicissimus. Werden wir immer einsamer? Das ist eine wichtige Frage, gerade wie jemanden für mich, der einfach sein ganzes Leben lang einfach gefühlt nie Freunde hatte, bis an dem Punkt, wo er auf einmal Follower hat und die Leute sich dachten, oh ey, krass, der hat Follower. Ich glaube, ich bin jetzt mit dem befreundet. Gucken wir uns das Ganze mal an hier. Tut weh. Das Gefühl, dass niemand da ist, wenn du jemanden zum Reden brauchst. Dass es in deinem Leben nicht genug Menschen gibt, denen du wichtig bist. Und in unserer schnellen, globalisierten, not-so-Social-Media-Welt geht es nicht nur dir so, sondern auch mir und ihm und ihr und bald allen. Die Rede ist von der Loneliness Epidemic. We are in the middle of a loneliness epidemic. Loneliness Epidemic. We are in the midst of a global loneliness epidemic. Also ich kenne ja jetzt Die Einsam... Hasi, hör doch mal auf, so emotional zu sein, Mensch. ...Epidemie sucht Deutschland und viele weitere Länder heim. Von Generation zu Generation werden wir einsamer. Die Vereinsamten lassen wir im Stich. Unsere Gesellschaft wird quasi... asozial. Okay, das ist zwar eine eingängige, griffige These, aber stimmt das alles überhaupt? Während der Corona-Pandemie ist die Einsamkeit in vielen Ländern tatsächlich angestiegen. Okay, aber das muss ja wirklich krass sein, wenn du niemanden mehr sehen kannst. Was willst du denn machen? Das Schlimme ist ja, was macht jemand, der immer draußen ist? Jemand, der immer draußen ist, mit dem Internet so eigentlich nicht viel zu tun hat, außer ein bisschen Facebook und der nicht weiß, dass man auch so über Teamspeak und so Dings kommunizieren kann, dass man Videospiele spielen kann. Was hat so eine Person in der Corona-Zeit gemacht? Der war da aufgeschmissen. Junge, halbes Jahr Lockdown, du kannst nicht rausgehen. Was wolltest du da machen? Junge. Lockdowns waren aber nicht permanent und Schulen sind nicht für immer geschlossen geblieben. Wenn wir das alles also rausrechnen, wie sieht es insgesamt aus? Hasi? In welche Richtung verläuft sich dieses Gespräch hier gerade? Entschuldigung? Werden wir wirklich immer einsamer? Wir versuchen immer, die Animationen und Visuals in unseren Videos zu verbessern. Für all die Mann, ja. Einsamkeit ist das subjektive, negative Gefühl, dass die eigenen Mann, nee, ich guck, ich reagiere darauf. Wollen, kann die Plattform Skillshare extrem nützlich sein. Hm. Auf Skillshare findet ihr tausende Online-Kurse und Tutorials. Hm. Seit kurzem ist die gesamte Plattform auch auf Deutsch verfügbar. Hm. Es gibt sehr hilfreiche Videos zu Techniken und Workflows in After Effects und anderen Editing-Programmen, sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene. Hm. Für alle fremdsprachigen Kurse gibt es deutsche Untertitel. Es werden aber auch immer mehr deutschsprachige Originalinhalte wie dieser Kurs zur Zeichen-App Procreate zur Verfügung gestellt. Neben Tutorials rund um Video und Animation gibt es auch einen Haufen Kurse, zum Beispiel zu Fotografie und kreativem Schreiben oder zu Produktivität und Lifestyle oder zu Unternehmertum. Die Kurse werden von absoluten Profis unterrichtet und das Wissen wird sehr verständlich vermittelt. Über den Link in der Beschreibung erhalten die... Er hat mich influenced, ich glaube, ich werde es mir jetzt runterladen. Nee, aber hört sich ja nicht schlecht an. Wie gesagt, ist jetzt nicht mein Fall, weil ich nichts in meinem Leben irgendwie in die Hinsicht mich ansprechen würde, was so irgendwie Kreativität oder Professionalität angeht. Deswegen bin ich darauf jetzt nicht unbedingt angewiesen. Aber hört sich jetzt nicht wie ein schlechtes Placement an. Die ersten 1000 von euch einen Monat gratis. Wow. Jeder fühlt sich mal einsam. Einsamkeit ist das subjektive, negative Jeder fühlt sich mal einsam. Hier unten Quelle. Ist eine Quelle angegeben. Bild.de. Jeder ist einsam. Fühlt, dass die eigenen sozialen Beziehungen nicht genügen. Vielleicht wünscht man sich mehr Freunde oder mehr Kontakt zu den Freunden, die man hat. Wer sich ständig so fühlt, gilt als chronisch einsam. Das kann auch ziemlich gefährlich werden und sogar tödlich enden. Mehr dazu später. Dass wir angeblich alle einsamer werden, klingt erstmal irgendwie logisch. Technologie und vor allem das Internet haben verändert. Das lässt es noch unlogischer. Ey, ich habe mich mein Leben lang fast nie einsam gefühlt. Ich hatte keine Freunde in echt und jeder hat mich wie Dreck behandelt, aber im Internet hat mich auch jeder gehasst, weil ich die ganze Zeit rumgeflamed habe, wenn mich irgendwer gekillt hat. Aber ich war nicht einsam, obwohl ich meine gesamte Kindheit über keine wirklichen Freunde hatte. Aber ich habe die ganze Zeit im Internet mit irgendwelchen Leuten geredet.
Obwohl ich einsam war. Wisst ihr, was ich meine? Aber das Internet hat mir das ermöglicht. Ich weiß, in welche Richtung das hier gehen will, so, weil wir alle nur noch mit unseren technischen Geräten spielen. Aber allein heißt nicht einsam. Ja. Ändert, wie wir aufwachsen. Kinder spielen seltener draußen. Schon in der Grundschule haben viele Smartphones. Kontakte werden trotz Social Media... Das ist so krass, wenn irgendwelche 6, 7, 8, 9, 10-Jährigen, die noch so nicht mal halb so halb erwachsen sind vom Körper her, denn diese 11-Zoll-Bildschirme in der Hand halten, dieses fette Handy, was kaum in die Tasche passt. Ja, unpersönlicher. 400 Follower auf Instagram, aber niemanden zum Anrufen. In vielen Ländern der westlichen Welt leben Menschen immer häufiger alleine. Das Leben findet häufig nicht mehr im engen Familien- und Freundeskreis statt. Wir können selber entscheiden, welchen Job wir machen wollen, wie und wo wir leben und hinziehen wollen. Bei all den Möglichkeiten bleibt oft weniger Zeit für die wenigen Freunde, die man hat, und es wird schwieriger, neue Leute kennenzulernen. Gleichzeitig kriegen wir weniger Kinder und werden immer älter. In Großbritannien und Japan wurden bereits extra Einsamkeitsministerien gegründet. Aber all das ist nur die halbe Wahrheit. Nur weil wir häufiger alleine wohnen und unsere Leben individueller gestalten, heißt das nicht, dass wir automatisch einsamer werden. Ich könnte mir niemals vorstellen, mit jemand anderem zusammen zu wohnen. Junge, da bin ich lieber einsam und traurig mit meinem Leben, als mit irgendwem zusammen zu wohnen. Junge, stell mal vor, ich bin jetzt hier gerade am Reden, auf einmal ist irgendwer hinter mir, macht Essgeräusche. Alter, da wäre vorbei, die Person würde ich rausschmeißen. Allein zu sein heißt nicht, einsam zu sein. Es ist tatsächlich ziemlich egal, ob wir viele oder wenige Freunde haben. Ob wir gerade von vielen Menschen umgeben sind oder allein in der Wohnung. Es kommt hauptsächlich auf die Qualität unserer Beziehungen an. Was man zum Beispiel sieht, ist, dass in Deutschland die Anzahl enger Freunde super konstant ist. Also es scheint da keine Abnahmen oder Zunahmen zu geben. Das ist Dr. Janosch Schobin. Er ist Soziologe an der Universität Kassel und forscht zu Einsamkeit und Freundschaft. Viele Entwicklungen individualistischer, moderner Gesellschaften seien laut ihm sogar förderlich für gute, gesunde Beziehungen. Es ist einem stärker freigestellt, zu wem man enge Beziehungen führt. Und man ist in der Regel selber in der Position, in der man die einseitig unterbrechen kann. Das heißt, ich kann sagen, okay, diese Beziehung will ich nicht mehr, das reicht jetzt für mich. Früher war man vielleicht... Ah, das Moderne, wir kennen uns zwar in echt, wir sind auch zusammen seit 2 Jahren, aber ich mache über WhatsApp Schluss. Gezwungen, die Freunde der Familie zu übernehmen, obwohl man... Was übrigens mies ist, Alter, sowas macht man nicht, wenn man mit einer Person in echtem Leben zusammen ist und mit der auch viel Zeit verbracht hat und dann sowas zu tun, das macht man nicht. ...die gar nicht cool fand. Insbesondere Frauen blieben häufig in unglücklichen Ehen. Sie waren noch nicht gleichberechtigt und Scheidungen waren ein Tabu. Heute ist das häufig anders. Menschen lassen sich scheiden, wir können unsere Freunde freier wählen. In Dänemark, Finnland und Schweden sind beispielsweise über 40% der Haushalte Single-Haushalte. Menschen leben dort... Mann, das ist auch das beste Leben. So manchmal natürlich, es gibt manchmal so diese Momente, wo ich mir denke, oh, jetzt wäre schon schön, wenn irgendwer da wäre oder sowas. Aber in den meisten Fällen, wenn du so nach einem anstrengenden Tag nach Hause kommst, ist es doch das Geilste. Du kannst dich komplett ausziehen, du kannst... gehen, ohne dass du Angst haben musst, dass dich irgendwer hört. Kannst einfach nackt durch die Wohnung laufen, weil du dich von niemandem rechtfertigen musst. Mann, das ist doch einfach beste Leben. Und das hat auch nichts mit Vereinsamung oder sonst irgendwas zu tun. Das ist einfach schön, das ist Freiheit. Und wenn ich jemanden sehen will, Mann, dann gehe ich raus. Dann gehe ich an irgendeinen Späti, der bis 4 Uhr morgens offen hat und rede dann mit irgendwelchen Engländern, die jetzt schon seit 2 Wochen in Berlin feiern gehen. Teilweise auch sehr isoliert. Die Gesellschaften dieser Länder gelten außerdem als eher individualistisch. Trotzdem geben dort, verglichen mit anderen europäischen Ländern, viel mehr Menschen an, jemanden zu haben, auf den sie sich verlassen können. In den 3 Ländern sind vergleichsweise deutlich weniger Menschen einsam, trotz der ganzen Isolation. Das heißt natürlich nicht, dass wir heute nicht trotzdem einsamer werden könnten. Häufig wird als Argument für die angebliche Einsamkeitsepidemie angeführt, dass Jugendliche und junge Erwachsene einsamer als ältere Menschen seien. Das stimmt zwar. Beweist aber nicht, dass unsere Gesellschaft einsamer wird. Es gibt so Forschung zu der Frage, wann Leute am einsamsten im Lebensverlauf sind. Und was sie zeigen, ist in der Regel, dass das so eine U-Kurve folgt. Also die Leute sind so in der Jugend, jungen Erwachsenenalter relativ einsam. Und dann, wenn es in die Hochaltrigkeit geht, so, bei uns ist das ja so 80 plus.
Als junge Erwachsene fällt es uns oft schwer, Freunde und Familie mit dem Beruf in Einklang. Ich sag immer noch, ich habe das schon tausendmal online gesagt, dass alte Leute, die vereinsamen, man soll denen einfach, man soll Leute dafür schulen, die denen beibringen, wie das Internet funktioniert und wie man die Möglichkeit hat, dort mit Menschen zu kommunizieren. Ey, ich glaube, das würde so viele Leute fördern, diese Einsamkeit. Ich verstehe das schon, so weißt du, das ist schon komisch, so du bist ein junger, agiler Mensch, du hast natürlich keinen Bock mehr die ganze Zeit mit alten Menschen, man hat verschiedene Interessen, aber bringt denen doch das Internet bei, Mann. Ich kenne so viele alte Leute, die vorm PC sitzen, einfach den ganzen Tag irgendwie, was weiß ich, auf Facebook hängen oder was auch immer so. Das ist wenigstens eine Beschäftigung. Oder bringt diese Kommunikationsmittel, auch Discord für alte Leute. So, da kann man reden. Mann, du kannst doch eine Community aufbauen. Old guys, old ladies. So, dann geht man da rein und dann weiß man da so, oh, hier sind mindestens 70-Jährige. Oh, das ist die heiße Inge, mit der rede ich jetzt mal. Da kommt aber alles wieder in Fahrt. Da werden Dinge in mir durchblutet, wo ich nicht dachte, dass da überhaupt noch Adern sind. Weißt du, was ich meine? Mann, let's go. Das meine ich ernst. So lustig ich das jetzt hier vielleicht auch betitel. Aber so viele alte Menschen, die vereinsamen. Und davon gibt es ja 1 Milliarde. Das ist ja so. Das ist ja keine Lüge. Das ist ja wirklich so. Wenn du dem beibringen würdest, was Discord ist. Und wie viel... Ey, Alter. Und ich weiß es damals mit meinem Opa auch noch so. Wenn er mir gesagt hat, ey, hier, wie mache ich denn das an meinem Handy? Da denke ich mir so, ey, Opa, ist das dein Ernst? Du gehst hier einfach in die Einstellung, aktivierst die Entwicklerkonsole und dann nimmst du den Code und dann... Ich weiß, das ist schon nervig und deswegen musst du halt auch Menschen dafür schulen. So, wir wissen alle, wie ältere Leute auf Technik, wie die mit Technik klarkommen. Sind die noch mit Kutschen zur Schule gefahren, weißt du, was ich meine so? Da war ein oder zwei Pferde dran und mit zwei Pferden warst du schon einer der privilegierten Menschen gewesen. So, es ist schon schwierig, ich verstehe das so, aber das, ich glaube, das würde viele Menschen retten. Gerade viele alte Menschen würde das aus der Alterseinsamkeit retten. Weil diese Einsamkeit, die du im Alter erfährst, gerade wenn man seinen Ehepartner verloren hat, das ist das Schlimmste. Da stirbt der andere Teil auch weg. So, weißt du, du bist mit dem Mann 50 Jahre zusammen, der stirbt, du stirbst kurz darauf, weil du einsam bist, weil du nicht darauf klarkommst, dass du auf einmal alleine bist, dass der, den du dein ganzes Leben lang gelebt hast, weg ist. Deswegen, ich finde es unglaublich wichtig, der älteren Generation, die sich vielleicht vereinsamt fühlt, weil sie keine Kinder mehr haben oder weil die Kinder haben, die ihr eigenes Leben führen und keinen Bock auf irgendwas haben, bringt denen das Internet näher, bringt denen soziale Medien näher und bringt denen Discord und sowas näher. Kommunikationsmittel, wo man die Möglichkeit hat, mit Menschen zu sprechen. Das würde viele Menschen retten. Auch wenn ihr jetzt denkt, das ist schwachsinnig. Ich meine das ernst. Weil ich weiß, ich wüsste nicht, wo ich heute ohne Internet wäre. So, das hat mir meine Jugend gerettet. Ich bin der Meinung, dadurch, dass ich dass ich am PC sein konnte und dass ich über Teamspeak damals noch und, na gut, Discord hat nicht mehr so einen Einfluss genommen, dass ich durch Teamspeak damals mit Leuten reden konnte, mit vielen diversen Leuten, das hat mich unglaublich weit gebracht, weil ich nicht immer nur mein Umfeld hatte, sondern ich habe in meinem Leben bestimmt schon 40.000 Menschen gesprochen. Ey, ich bin seit 2010 aktiv, fast jeden Tag am Computer, 10 Stunden. So, weißt du, und ich habe mit so vielen Menschen gesprochen und ich glaube, dass mich das so weit gebracht hat, dass ich aus allen Bevölkerungsschichten, aus allen Altersgruppen, dass ich mit Menschen gesprochen habe. Erstmal, ich bin nicht vereinsamt. Ich hatte nie Freunde damals. Heute ist alles cool. Ich will mich nicht meckern. Aber damals war schon schwierig. Ich war auch ein komischer Mensch gewesen. So, halt so diese Mobbing-Aura hatte ich um mich herum gehabt. So, vielleicht habe ich es heute auch noch, aber heute ist mir egal. So, und das hat mich einfach gerettet. So, und deswegen glaube ich einfach, dass es unglaublich wichtig ist, dass man sowas fördert. Auch wenn mich Leute dafür belächeln werden. Aber ich finde das wichtig. Zu bringen. Gleichzeitig sehnen wir uns nach mehr sozialen Kontakten und romantischen Beziehungen als ältere Menschen. Umso älter man wird, desto weniger soziale Kontakte braucht man, um glücklich und zufrieden zu sein. Bis ins hohe Alter nimmt die Einsamkeit entsprechend stetig ab. So lange, bis man nicht mehr mobil ist, von Krankheiten geplagt wird oder zum Beispiel der Partner oder die Partnerin stirbt. Dann nimmt sie wieder zu. Nur weil ein Mitte-20-Jähriger sich vielleicht einsamer fühlt als seine Eltern, heißt das also nicht, dass es einen gesellschaftlichen Einsamkeitstrend gibt. Ich bin 25! Dafür muss man sich anschauen, wie das Einsamkeitsgefühl der Menschen sich über die Zeit verändert hat. Und das ist ziemlich schwer. Es gibt nur wenige historische Daten und Einsamkeit empirisch zu erforschen, hatte lange einfach keine Prio in der Wissenschaft. Doch es gibt ein paar Ausnahmen. 2019 wurden in einer repräsentativen Studie US-Rentner der Jahrgänge 1920 bis 1965 miteinander verglichen, also quasi die Babyboomer und die Generation davor. Dann hat man geschaut, ob die Babyboomer-Rentner einsamer sind. Das Ergebnis? Ein Rentner, der in den 60ern geboren ist, ist nicht einsamer als ein Rentner, der 40 Jahre vorher geboren ist. Das Geburtsjahr hatte so gut wie keinen Effekt auf die Einsamkeit.
Und wie sieht es bei den Jüngeren aus? Deutsche Forscher haben die Einsamkeit junger Erwachsener weltweit zwischen 1976 und 2019 analysiert. Sie konnten tatsächlich Anzeichen entdecken, dass sich junge Erwachsene heute etwas einsamer als vor 40 Jahren fühlen. Allerdings gibt es solche Studien und Analysen. Ja, also wir haben 100 Leute befragt. Ja, wir haben die alle auf League of Legends kennengelernt. Analysen mit Ergebnissen in alle Richtungen. Die zugrunde liegenden Daten unterscheiden sich oft im Zeitraum, in welchem Alter die Personen befragt wurden, welches Land untersucht wurde und wie Einsamkeit überhaupt gemessen wurde. Aber auch wenn man die Studien nur schwer vergleichen kann, die meisten Forscher kommen zu dem Ergebnis, dass wir nicht einsamer geworden sind. Nice! Auch ein Bericht. Und dafür wurden Forschungsgelder von 1,7 Milliarden Euro verwendet, damit diese Studie 5 Jahre lang geführt werden. Also, wir sind, nachdem ich mir 5 Jahre lang schön Gehalt von 15.000 Euro netto auszahlen lassen habe, zum Ergebnis gekommen, dass sich nichts verändert hat. Der Europäischen Kommission und verschiedene deutsche Erhebungen der letzten Jahre lassen keine Zunahme erkennen. Von einer Epidemie der Einsamkeit zu sprechen, ist aktuell völlig übertrieben und einfach nicht belegbar. Wow. Der Ausdruck Loneliness Epidemic füttert im Zweifel unsere Zukunftsangst, unsere Angst vor modernen Lebensstilen und dem Aufkommen einer dystopischen Gesellschaft. So eine Panikmache ist überhaupt nicht förderlich für eine sachliche, ruhige Diskussion über Einsamkeit. Denn Einsamkeit und ungewollte Isolation sind dennoch große Herausforderungen in unserer Gesellschaft. Das ist mindestens ein Problem von der Größenordnung. Ja, stimmt, das sehe ich halt immer nicht so. Weißt, ich bin ja die meiste Zeit gewollt einsam, also befinde ich mich jetzt in einer Umgebung, die ja gewillt ist. So, obwohl beides sich gleich bemessen lässt, dass man ja in der Form einfach alleine ist, ist es bei mir eher gewollt. So, wenn ich jetzt Schnipp mache, ich habe die Möglichkeit, mich mit Leuten zu treffen. Ich bin ja auch sehr kontaktfreudig. Ich meine, ich laufe irgendwo in Berlin rein und nach 10 Minuten bin ich in irgendeiner Gruppe dabei, weil ich eh voll oft erkannt werde. Das war ja auf der TwitchCon war das der beste Beweis gewesen. Mann, ich laufe da alleine hin und nach 5 Minuten war ich einfach Teil irgendeiner Gruppe und bin mit denen rumgelaufen, bis ich eine nächste gefunden habe und immer. So, das ist schon geil, aber stimmt, es gibt ja halt auch die Sorte von Menschen, wo es halt nicht funktioniert. Mann, ey, das ist alles so umfangreich. Mann, ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll, Mann. Sicherheit, ne? Und bestimmt genauso schlimm wie Arbeitslosigkeit. Also keine Frage, dass das ein Riesenproblem ist. Mit zu sagen, wir haben schon ewig ein großes Problem, das wir total übersehen haben, das findet jetzt niemand so cool, wie zu sagen, dieses Problem kommt gerade auf uns zu, es wird immer mehr und jetzt müssen wir endlich was machen. Vor der Corona-Pandemie hat etwa jede 10. Person in Deutschland unter chronischer Einsamkeit gelitten. Problematisch wird es vor allem dann, wenn chronisch einsame Menschen zusätzlich sehr isoliert leben. Das kann beispielsweise eine ältere, kranke Frau sein, die nicht mehr am gesellschaftlichen Leben teilnehmen kann und nur ab und an Besuch von ihrem Pflegedienst bekommt. Oder ein junger Student, der in eine neue Stadt gezogen ist, keinen Anschluss findet und nur in der Bibliothek sitzt, weil er mit dem Stoff nicht hinterherkommt. Diese Form der Vereinsamung kann sogar zu Krankheiten führen. Einsamkeit erhöht vielen Studien zufolge das Risiko für... Das ist ja auch eine Krankheit. Das ist ja ein permanenter Konflikt, der in deinen Kopf schwirrt. Das ist genauso... Du kannst krank sein, aber wenn du nicht weißt, dass du nicht krank bist, dann kann der Fortschritt davon kann viel geringer sein, als wenn du es weißt und dir die gesamte Zeit den Kopf darüber zerbrichst. Das glaube ich ja. Das ist ja, wenn du wirklich damit zu kämpfen hast, so, dann natürlich macht einen das kaputt. So, dieser seelische Schmerz, das macht viel mehr kaputt, als Leute denken. Depressionen. Nicht nur das. Also ganz allgemein verschiedene Erkrankungen wie Herzinfarkt, Schlaganfall. Das ist Professor Dr. Sonja Lipke. Sie lehrt Gesundheitspsychologie und Verhaltensmedizin an der Jacobs University Bremen. Auch bei Krebs sehen wir einen höheren Zusammenhang. Aber dann sehen wir leider eben auch, dass Menschen, die sich einsamer fühlen, typischerweise früher versterben. Kurz, Einsamkeit kann deine Lebenszeit verkürzen. Ausnahmesituationen wie eine Pandemie oder... Das sieht so meme-mäßig aus. Es gibt auch so Meme, wo man so... Wirtschaftskrisen machen Einsamkeitsgefühle oft noch schlimmer. So nach dem Motto, ich sitz alleine hier und draußen geht alles zugrunde. Viel zu viele Menschen in unserer Gesellschaft fühlen sich einsam und sehnen sich nach mehr Kontakten. Falls du dich häufiger so fühlst, wir haben weiterführende Infos und Beratungsangebote in der Beschreibung verlinkt. Auch wenn es keine belastbaren Belege für eine Einsamkeitsepidemie gibt, ist es wichtig, Einsamkeit offen zu diskutieren und über die Risiken und Folgen aufzuklären.
Gerade jetzt, nach der Pandemie, brauchen wir sichtbare politische Initiativen und Projekte, um einsame Menschen wieder in unsere Gesellschaft zu integrieren. Das können Orte sein, an denen geht sich... Geht ins Internet, Mann. Trifft dort Leute. Einsame Menschen treffen können. Dankeschön, oder Seelen. Auch Hilfsangebote, wie Fahrdienste für ältere Menschen. Und auch jeder Einzelne von uns kann etwas tun. Wenn man einfach mal an Nachbarn beispielsweise denkt. Einmal klingeln, fragen, gibt es irgendwas, was ich vom Einkaufen mitbringen kann. Kann manchmal schon nicht nur Türen öffnen, sondern da eben auch eine Brücke bauen. Kennt ihr jemanden, der sich potenziell... Nee, aber sowas wird ja eh die Zukunft sein. Wir werden später alle nur noch zu Hause hängen und gar keine reale Kommunikation mehr miteinander führen, Alter. So, wenn ich überlege, ich habe 110 Spielstunden im VR-Chat, weil ich einfach schon versunken bin in diese... Auf einmal hänge ich auf irgendwelchen Ami-Server mit irgendwelchen, wie heißen diese Füchse? Furries. Digga, du gehst in diesen VR-Chat und auf einmal kommt so ein, du kannst ja eigene Charaktere auswählen. Also da gibt's eigene Charaktere und auf einmal läufst du mit so einem Fuchs rum, der so ein riesen hat und dann so, hey, how are you? Junge, das hat mein Kopf einsam fühlen könnte, ruft die Person doch einfach mal an. Cheers. Ja. Hey. Was soll ich dazu sagen? Gutes Video. Simplicissimus. Grüße geht raus an euch. Ja, wie gesagt. Ich glaube schon, dass man mit ein bisschen Initiative schon was dagegen tun kann. Ich bin ja auch rausgekommen. Und ich denke mal, dass ich auf jeden Fall ein Sinnbild der Moderne bin. So, ich war extrem einsam und ich habe mich ja irgendwie rausgekämpft, weil ich Glück hatte auf YouTube. Nee, und ich habe ja auch immer mit Leuten auf Teamspeak und sowas geredet und dadurch war ich nicht einsam.